Soll ich Sie mal mit einem ganz duften Käfer bekannt machen? Ja? Hier. Und damit hallo Lego-Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut bei Bricks for Joe. Diesmal habe ich für euch den Lego Creator auf VW Käfer, die 10252. Bevor wir zu den Set-Daten kommen, noch ein paar Informationen zu dem Foto auf der Schachtel des Originalkäfers. Das hat sich Lego von Shutterstock.com geholt, vom Benutzer NOP16. Wie man sehen kann, das Originalfoto, da ist der Käfer ordentlich tiefer gelegt. Das hat dann Lego für seine Zwecke da ein bisschen angepasst. Ich nehme einfach an, es ging bei dem Modell einfach um die Farbe. Nun aber zu den Set-Daten. Das Modell kam im Sommer 2016 auf den Markt, enthält insgesamt 1167 Teile. Darunter sind keine Minifiguren, es gibt insgesamt 24 Aufkleber und die Altersempfehlung von Lego ist 16+. Und hier haben wir jetzt das wunderschöne Modell in Dunkel-Azur komplett aufgebaut. Natürlich gibt es hier auch mal wieder ganz tolle Extras dabei, ähnlich wie natürlich bei den anderen Fahrzeugen, die Lego ja schon rausgebracht hat. Das Set erinnert mich sehr an den Lego Mini Cooper, also hier gibt es wirklich jede Menge zu entdecken. Und wir fangen mal an mit dem ganzen Zubehör auf dem Dachgepäckträger. Da ja unser Käfer hier in diesem Set als Surfermobil fungiert, ist auch ein Surfbrett dabei. Das hat übrigens eine Gesamtlänge von 15,5 cm. Auch dabei ist diese schicke rote Kühlbox, die sieht richtig amerikanisch aus, finde ich, wie man es so aus Film und Fernsehen kennt. Selbstverständlich ist auch etwas in der Kühlbox. Wenn wir sie mal rumdrehen, fallen erstmal drei transparent blaue Käseecken raus. Das sind sicherlich Eiswürfel, denke ich mal. Dann gibt es noch zwei transparent grüne Flaschen und noch eine Getränkebüchse oder eine Bierdose, wie auch immer. Aber was sehr schön ist, obendrauf finden wir eine 1x1 Rundfliese und die ist mit diesem typischen Verschluss bedruckt. Nun möchte ich euch aber natürlich den VW Käfer selber zeigen. Das Modell ist insgesamt 29 cm lang, 12 cm breit, ohne Kühlbox auf dem Dach 13,5 cm hoch und mit Kühlbox 15 cm. Hier und da finden wir immer mal ein paar Aufkleber am Modell. Es gibt aber auch ein bedrucktes Element und zwar vorn auf der Haube finden wir eine 1x1 Rundfliese mit einem bedruckten VW Logo. Das Modell lässt sich wirklich prima und einfach vor- und zurückschieben, aber es verfügt über keinerlei Lenkung. Und wie man hier von unten schon sehen kann, verfügt das Modell noch über ein fünftes Rad. Und zwar ist das ein Ersatzrad, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Dafür müssen wir selbstverständlich beim Käfer den Kofferraum öffnen, der ist nämlich vorn, also Haube auf. Und hier finden wir dann das Ersatzrad, genau wie beim Original. Und dahinter ist dann auch gleich der Tank, den können wir auch so rausnehmen, wenn wir das möchten. Und hier finden wir auch eine bedruckte 1x1 Rundfliese mit dem VW-Logo, genau wie oben auf der Haube. Und was natürlich sofort auffällt, ist, dass das Ersatzrad etwas kleiner ist als die Originalräder. Das Ganze möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich stecke mal das Originalrad ab, das Ersatzrad ran ans Fahrzeug. Und wie man sehen kann, macht das optisch schon einen gewaltigen Unterschied. Auch fahrtechnisch wird sich das bemerkbar machen, denn hier kippelt das Fahrzeug. Aber ich denke mal, das wird sich hierbei um Notrad handeln. Original hatte das Fahrzeug ein richtig vollwertiges Ersatzrad, aber hier müsste man bis zur nächsten Tankstelle oder Werkstatt schon kommen. Gebaut wurde der VW Käfer übrigens von 1938 bis ins Jahr 2003 mit über 21,5 Millionen produzierten Fahrzeugen. Aber um welchen Typ es sich hier nun genau bei unserem Modell handelt, das habe ich nicht so richtig rausgefunden. Ich schwanke so zwischen zwei Modellvarianten, denn es wurden immer mal kleine Details verändert. Hier nochmal für euch zum Vergleich der Originalmotor zu unserem Lego-Motor. Auf jeden Fall muss es sich hier bei unserem Käfermodell um ein Fahrzeug ab 1957 handeln, denn da wurden dann die Heckscheiben eckig. Ich persönlich tendiere ja zu einem VW Käfermodell von 1961, vielleicht aber auch ein 66er Modell. Es gibt viele kleine Details, die für das eine oder für das andere Modell sprechen. Zum Beispiel für das 61er Modell steht hier die Farbe, die gab es auch so von Volkswagen. Das Ganze nannte sich Pastellblau, Farbcode L391. Und das entspricht so ziemlich genau dem Farbton, den ihr schon am Anfang auf dem Foto gesehen habt. Die Kotflügel, die ihr gerade gesehen habt, diese Viertelkreise, das sind übrigens komplett neue Elemente. Genau wie im Original ist das Interieur des VW Käfers sehr spartanisch gehalten. Wir haben hier zwei Sitze ohne Kopfstützen, die können wir sogar noch nach vorne klappen und eine umklappbare Rückbank. Hierfür nehmen wir jetzt mal das Dach ab und schauen uns das Innere etwas genauer an. Der Dachgepäckträger hier ist übrigens ein nettes Detail und auch schick gebaut, aber ich finde, ohne hätte es dem Modell auch nicht geschadet. Nun können wir etwas besser in das Innere schauen und uns die ganzen Details betrachten.
Wie wir sehen können, finden wir hier die umklappbaren Sitze und natürlich das Armaturenbrett. Es gibt einen Schaltknauf, es gibt einen Handbremshebel und selbstverständlich auch ein Lenkrad mit einem Tachometer dran. Also man musste sich früher mit wenig zufrieden geben, aber es hat alles gereicht. Das Einzige, was ich hier vermisse, das ist die obligatorische Vase. Die hatte eigentlich so ziemlich jeder Käfer am Armaturenbrett. Hier mal im Detail betrachtet auch die Sitze, die wirklich sehr clever gebaut sind, finde ich. Also so ziemlich wie alles an diesem Fahrzeug ist wirklich extrem gut durchdacht. Und hier hinter der Rücksitzbank finden wir noch das kleine Extra. Und zwar ist das ein Strandtuch, komplett aus Stoff. Das erinnert mich sehr an die kleine Decke, die beim Mini Cooper dabei war. Ja, und dass diese Decke auch so zusammengerollt hinter der Rücksitzbank ist, ist eigentlich gar nicht blöd, denn beim VW Käfer muss man schon wirklich jeden Stauraum ausnutzen, den man hat. Denn deswegen hat er ja auch einen Dachgepäckträger, denn so richtig einen Kofferraum, bis auf den bisschen Platz, den wir vorne haben, hat ja dieses Fahrzeug nicht. Und wenn man sich nun vorstellt, dass eine vierköpfige Familie mit diesem kleinen Käfer hier in den Urlaub gefahren ist, bis nach Italien oder sogar weiter, macht so ein Dachgepäckträger wirklich Sinn. Vielleicht sogar ein schicker kleiner Anhänger, den könnte man sich ja eventuell noch dazu bauen. Nun möchte ich euch noch ein weiteres Detail zeigen, und zwar die wechselbaren Kennzeichen, alles Aufkleber auf separaten Fliesen. Hier haben wir Deutschland, also Wolfsburg, dann haben wir hier Kalifornien, das sind die gelben, in Schwarz komplett, das ist Großbritannien, und die nächsten schwarzen, das ist dann Australien. Natürlich passt unser VW Käfer hier wunderbar zu den ganzen anderen Fahrzeugen von Lego. Selbstverständlich muss man hier auch wieder Rücksicht auf den Maßstab nehmen, denn die sind alle unterschiedlich. Und so kommen wir auch schon wieder zur Bauanleitung. Leider hat meine Bauanleitung hier oben einen kleinen Knick drin, denn diese kommt nicht separat verpackt auf einer Pappe, wie wir es von anderen Sets kennen. Ja, das ist ein bisschen schade, aber dafür gibt es auch hier wieder einen Teiletrenner. Das Set kommt in durchnummerierten Tüten, drei größere Bauabschnitte haben wir hier, 1 und 2 beschäftigen sich mit dem Fahrzeug, der dritte dann mit dem Surfbrett und der Kühlbox. Es gibt viele dunkelblau-azur-Teile, die es vorher so noch nirgendwo gab und recht selten sind, was natürlich das Besondere hier an diesem Set ist. Alles in allem muss ich sagen, dass von 2016 der VW Käfer hier eins meiner absoluten Highlights ist. Und was soll ich noch sagen, außer vielleicht... Jahre der Entwicklung und Forschung. Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und 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 läuft.